Jo Leute, was geht? Willkommen zu Diablo 4. Das erste Mal, da ich das sagen kann. Am vergangenen Wochenende, jetzt Freitag, Samstag und Sonntag, konnten wir in die Beta von Diablo 4 schauen. Und ich habe mir gedacht, für alle, die das eben nicht gemacht haben, weil sie keinen Code hatten, gibt es von mir einen kleinen Recap, was alles zu sehen gab und ein bisschen meine Meinung dazu. Und zuerst muss ich sagen, die Warteschlange am Freitag war absolut bodenlos. Ich bin dreimal aus dem Spiel geflogen, musste dreimal mehr als 60 Minuten bis zum Relog warten. Was dann aber am Samstag und gestern zum Glück gar kein Thema mehr war. Wenn wir von Anfang an anfangen, das Intro ist meiner Meinung nach das beste Intro, was ich je gesehen habe. Es kommt richtig geile Atmosphäre auf und wie gewohnt startet man in der Top-Down-Sicht in die Welt rein. Bevor man in die Welt startet, konnte man aus einer von drei Klassen aussuchen, wobei ich den Zauberer genommen habe. Zur Auswahl standen der Barbar, der Jäger und eben der Zauberer. Die anderen beiden Klassen werde ich am Ende nochmal kurz beleuchten. Der Prolog vom Spiel war relativ kurz und der Einstieg, also für jeden, der Diablo schon mal gespielt hat, ist einfach eigentlich relativ problemlos. Alles ist sehr, sehr vertraut und sehr einfach gestaltet, so wie es halt immer in Diablo ist. Ich habe auch der PS5 gespielt und würde ehrlicherweise sagen, dass das Spiel im Prinzip fertig ist. Ich habe keine Ahnung, wieso die das Beta nennen. Im Prinzip ist das Spiel komplett fertig. Ich habe höchstens mal ein, zwei Texturen gesehen, die ein bisschen nachgeladen haben in der einen oder anderen Cutscene. Aber ansonsten weiß ich nicht, was die jetzt noch 2,5 Monate an dem Game machen. Vielleicht ein bisschen am Netzcode werkeln, weil ab und zu konnte man von einem Gebiet in das andere Gebiet, gerade aus Städten hinaus, ein wenig, da hat es ganz kurz gelaggt, aber das ist halt normal bei einem Online-Game. Allgemein fühlt sich die Beta-Phase ein bisschen mehr an als eine Promo-Phase, weil man erst diese Beta hatte jetzt, wofür es sogar Keys gab, die man kaufen konnte, und nächstes Wochenende nochmal eine komplette Open Beta, wo alle dran teilnehmen können und man muss nicht mal das Spiel vorgekauft haben. Das ist schon sehr, sehr krass, zumal wenn man überlegt, dass das Game halt fertig ist. In der Beta konnte man bis Level 25 leveln. Das war leider etwas wenig und man konnte auch nur in das Gebiet von Akt 1 reisen. Alles andere von Akt 2 und auch drumherum war gesperrt. Man hatte also überall nur dieses Riesengebiet, wo das Eis lag. Es gab insgesamt 3 Weltenbosse, 28 Statuen von Lilith. Das sind solche Statuen, die man sammeln kann, um seine Statuswerte dauerhaft um 2 Punkte zu erhöhen. Und es gab insgesamt 35 Nebenmissionen zu machen, plus ungefähr ein Dutzend Dungeons. Das war relativ viel Inhalt für ein Wochenende, also ich habe nicht alles geschafft. Ich habe mit einem Guide die Lilith-Statuen geholt, ich habe alle 3 Weltenbossen gemacht. Ich habe nicht alle 35 Nebenmissionen gemacht, weil man die auch teilweise suchen muss in der Welt. Ich habe 28 oder so gemacht. Und ja, das war das, was ich geschafft habe. Ich habe dann nochmal einen zweiten Durchlauf gemacht mit dem Barbar. Da habe ich nur die Hauptstory gemacht, weil ich wissen wollte, wie schnell schafft man Akt 1 für den alten Speedrunner Lou. Das habe ich in unter 3 Stunden geschafft. Und ich habe alle Sachen geskippt, alle Dialoge geskippt und alle Cutscenes geskippt. Also wenn Akt 1 im Speedrun 3 Stunden dauert, gehen wir davon aus, es gibt 3 bis 5 Akte mit den Nebenmissionen, mit der Weltkarte, die es gibt. Ich weiß ja ganz genau, was ich alles zeigen darf, deswegen werde ich da ganz vorsichtig sein, auch um nicht zu spoilern. Würde ich sagen, dass man mit der reinen Hauptstory plus ein paar Nebenmissionen safe auf die 50 bis 60 Stunden kommt. Von den 3 bisherigen Klassen, ich habe alle ausprobiert, gefällt mir auch der Barbar mit Abstand am meisten. Die Schläge sind mega wuchtig, die Fähigkeiten sind mega stark
Und der Barbar ist total tanky, weil er auch diesen Dorn-Bonus hat, wo man gegnerische Attacken tankt und dann auch noch zurückschlägt. Das war mega geil. Vor allen Dingen, wenn dann irgendwelche Bogenschütze von hinten geschossen haben und der Schuss einfach zurückkam und die selber gestorben sind. Das war richtig witzig. Man könnte sogar ehrlicherweise sagen, dass der Barbar ein bisschen OP ist, zumindest im Early Game. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück, dass... weil ab Level 20 merkt man zumindest in der Beta, dass die Angriffe stark an Stärke abnehmen, weil man einfach kein gutes Equip findet. Denn mein eigenes Level, capped, war ja Level 25, hatte ich ja eingangs gesagt. Aber die Gegenstände, die man gefunden hat, waren nicht mehr höher als Level 15. Die Zeit von den gut zwei Tagen hat jetzt auch nicht gereicht, um ob Juwelen oder Verzauberungen richtig warm zu werden. Da freue ich mich auf jeden Fall im Hope Game noch drauf, richtig Juwelen zu farmen und die auch zu leveln. Ich weiß auch nicht, ob es wie bei Diablo 3 ist, bei 2 bin ich mir gerade nicht sicher, zu lange nicht mehr gespielt, ob man die Juwelen immer weiter bis Level 15 oder so leveln konnte. Weil in der Beta habe ich bisher nur gesehen, dass man die einmal leveln konnte, das hat dann eine Verbesserung gebracht, aber ich habe nicht gesehen, ob man die nochmal verbessern konnte. Im Stream wurde ich oft gefragt, wie denn jetzt meine Meinung zum Game ist, und ehrlicherweise tue ich mich da immer noch ein bisschen schwer mit, das richtig zu beschreiben. Also, es fühlt sich komplett an wie ein Diablo, ehrlich gesagt mehr wie Diablo 2 als 3, aber halt typisch Diablo. Man merkt an der Menüführung und am Gameplay, dass es extrem auf PC-Spieler ausgelegt ist und nicht so wie bei Diablo 3, wo man ja dieses Rädchen hatte, wo man die Sachen ausrüsten konnte und auch die Fähigkeiten. Und das merkt man schon, dass das hier schon eher auf PC ausgelegt ist. Auch die Menüführung finde ich, also die euer Inventar, fand ich bei Diablo 3 viel besser. Es ist, wenn man sieht, denkt man, okay, es sieht sehr nach Diablo 2 aus, was ja auch nicht schlecht ist. Ich habe mir von den alten Diablo 2 Spielern von vor 20 Jahren sagen lassen, dass das genau das ist, was auch die Diablo Spieler haben wollten. Ist für mich ein bisschen ungewohnt und ich hätte lieber das von dem dritten Teil gehabt, aber es ist auf gar keinen Fall schlecht. Die Overworld, gerade in Akt 1, ist absolut schlauchartig, was mir persönlich gar nicht gefällt. Ich mochte die großen Gebiete vom dritten Teil sehr. Und im zweiten Teil hat man ja auch diese großen Gebiete und nur diese schlauchartigen Dungeons. Hier, zumindest im ersten Akt, war alles komplett ein Schlauch und alles so verschiedene Wege. Das hat mir gar nicht gefallen, muss ich ehrlich sagen. Ich finde diese großen Gebiete da schon viel, viel, viel besser. Was ich nach ungefähr 20 Minuten absolut mindblowing fand, wo ich das erste Mal in der großen Stadt war, war, als ich gecheckt habe, dass ich nicht allein in der Welt bin. Ich wollte dann mit einem Zuschauer zusammenspielen, nach dem Prolog geht das, und habe dann gecheckt, dass da ganz viele andere Spieler rumlaufen. Also ihr könnt, das ganze Game ist komplett online die ganze Zeit, und ihr habt zu jeder Zeit verschiedene Spieler bei euch im Spiel drin, mit denen ihr zusammen rumlaufen könnt, mit denen ihr zusammen teamen könnt. Ihr könnt euch gegenseitig einladen oder eben einfach so zusammen rumlaufen. Ihr könnt die Gegner alle zusammen machen. Ich denke deswegen, das hatte ich auch erst als Kritikpunkt stehen, aber ich glaube, das hat auch den Grund, wieso die Gegner immer an euer Level angepasst sind. Weil mit dem Zauberer habe ich alle Nebenmissionen erst gemacht und dann die Hauptstory. Und dann war ich beim Endboss von Akt 1 auf Level 25. Und der Endboss dann halt auch auf Level 25. Und bei dem Barbaren war ich Level 14 beim Endboss vom Akt 1. Und so werden auch in der Welt alle Gegner an euer Level angepasst. Einzige Ausnahme dabei sind die Weltenbosse. Die sind immer auf Level 25 gewesen in Akt 1. Respawns sind total fair, wenn man stirbt. Man wird gerespawnt beim letzten Speicherpunkt, was immer meistens höchstens 10 Sekunden von eurem Todespunkt ist. Die Bosse sind auch nie unfair und überhaupt, muss ich sagen, ist das Balancing sehr gut, auch das, außer das Problem, was ich angesprochen habe, aber was im Hauptgame bestimmt keins mehr sein wird, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass man nicht, wenn man dann Akt 2 ist, sofort viel besseres Gear findet. Ich denke, das war nur am Ende
von Akt 1 ein Problem und normalerweise würde man dann ja nicht mehr im Gebiet von Akt 1 rumlaufen, sondern dann in Akt 2 gehen, würde besseres Equip bekommen, womit man auch in Akt 1 wieder besser wäre. So ist meine Vorstellung ungefähr. Ich habe allgemein tatsächlich echt wenig bis kaum was zu meckern. Ich bin mega süchtig gewesen jetzt das Wochenende. Ich hätte sogar fast die Nacht durchgemacht. Ich habe samstags 16 Stunden gestreamt, Freitag über 12 Stunden und am Sonntag nochmal 6 Stunden. Also es macht übelst süchtig. Das ist die typische Diablo-Formel, würde ich sagen. Ich kann eine absolute Kaufempfehlung aussprechen und wer noch Bedenken hat, am nächsten Wochenende ist eine Open Beta, wo jeder mitspielen kann und dort sind auch die anderen beiden Klassen verfügbar, der Totenbeschwörer und der Druide und gerade auf den Druiden freue ich mich extrem. Ich befürchte, dass die Warteschlange am Freitag wieder komplett bodenlos sein wird, aber am Samstag, so wie jetzt das Wochenende, soll es eigentlich gar kein Problem mehr sein. Außerdem hat das Game Crossplay, das heißt, alle Konsolen, ihr könnt mit all euren Freunden über jede Konsole zusammenspielen. Xbox, PlayStation und PC werden unterstützt und nicht nur die New Gen, sondern auch die Last Gen wird unterstützt. Richtig krass. Also Blizzard macht da echt einiges richtig, was ich mir von anderen Spielen auch eigentlich wünschen würde. Also gerade Crossplay über alle Konsolen plus PC plus die Last Gen und das ja in dieser Performance richtig, richtig gut. Ihr könnt natürlich auch gerne am Freitag im Stream einfach mal vorbeischauen. Ich werde das auf jeden Fall auch wieder streamen, die Open Beta, weil ich mir auf jeden Fall den Druiden angucken möchte. Der Link dazu ist unten in der Beschreibung, würde mich da auch auf jeden Fall über ein Follow freuen. Zwei kleine Punkte noch, wenn ihr bei der Open Beta teilnehmt und euren Charakter auf Level 20 zieht, dann bekommt ihr ein Unique Fashion Item für das Hauptgame im Juni. Und der Beta-Spielstand, den ihr erspielt, der wird nicht ins Hauptspiel im Juni übertragen. Finde ich schade, aber auch gut. So ein bisschen Zwiespalt. Einerseits will man natürlich seinen Charakter behalten. Andererseits kann man dann im Juni, am 2. Juni, wieder richtig reinsuchen. Darauf habe ich richtig Bock. Ich würde mich extrem über ein Like freuen und ich würde mich sehr über eure Meinung freuen von Diablo 4. Falls ihr die Open Beta gespielt habt, jetzt am Wochenende, schreibt mal unten in die Kommentare rein, wie ihr die fandet. Und lasst ein Follow auf den Kanal da, wenn ihr auch in Zukunft nichts verpassen wollt. Das würde mich auch sehr freuen und das würde uns auch sehr unterstützen, den Kanal und mich. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Daughter of hatred, creator of sanctuary, hail. Blessed Mother, save us.